Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zur Rückrunde der Schlüssel-Challenge des Achtelfinales des Schlüsselturniers von Regibang und Hector zusammen mit Glabber. Das waren ganz schön viele Uns und Aufzählungen. Ja, das war die Begrüßung. So heißt der Part. Echt? Nein. Kriege ich so einen extra langen Titel? Nein. Warte. Okay. Wir sehen heute wieder Regi und Hector im OU und uns ist es gerade direkt aufgefallen. Regi nimmt einfach nochmal das gleiche Team mit und Glabber so, oh lol, und Hector hat wieder Weavile mit. Einfach wie das eine Bunna ist, unglaublich. Ich hab's ja schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde es immer ziemlich riskant, nochmal das gleiche Team mitzunehmen, ja. Weil man kann sich einfach eventuell darauf vorbereiten und man macht es jetzt nicht unbedingt, ja, aber es ist halt ziemlich predictable danach. Ja, weil halt jetzt Hector auch weiß, dass es zu 100% ein Scarf-Lando ist. Und es ist ein Scarf-Lando, es ist ein... es war nicht physisch defensiv. Das fällt mir jetzt auf, der hat gar keine richtige physische Wall, ne? Never mind. Naja, wie gesagt, es könnte ein Empoleon sein, was physisch defensiv ist. Ne? Aber dann hat der Donnerblitz von Magnezone in der Hinrunde zu wenig gemacht. Stimmt auch wieder. Na, keine Ahnung, weiß man nicht. Dann... ZartX weiß er Bescheid, Life of Latios weiß er Bescheid und was sein Sylveon Life weiß man nicht, das ist gar nicht... Nee, Sylveon hat man noch gar nichts gesehen, nee. Also es könnte auch ein Offensives sein, aber würde mich wundern. Aber Sylveon macht sowieso in diesem Match fast gar nichts, ne? Also, nee, überhaupt nicht. Also gut, wollen wir auf die Teams eingehen, ja? Oder beziehungsweise auf Regis Team müssen wir gar nicht so krass eingehen, eher so auf Hectors Team. Warte, ich mache mir noch mal kurz ein Foto, damit ich dann... Ah ja, stimmt, ja, sollte ich auch machen. So. Und zwar... Sehen wir auf Hectors Seite ein Latios im Lead. Moment, ich muss hier eben mal ganz kurz was schließen. So, jetzt geht's sofort wieder weiter. Wir sehen ein Latios im Lead, wir sehen einen Metagross, wir sehen einen Zumeri, wir sehen einen Zapdos, einen Weavile und ein Heatran. Jo, gut. Soll ich Regis Team nochmal aufzählen? Genau, zählen einfach nochmal Regis Team auf. Ja, und Regi bringt dasselbe Team wie letztes Mal. Also Empoleon, Glurak, wie wir schon rausgefunden haben, eine Xer-Variante. Latios, Sylveon und Demeteros und Zephyrior. Zephyrior. Und ja, okay, dann das Team hat ein voll gutes Matchup. Also mit voll gut meine ich so richtig. Mhm. Ne? Mega Metagross ist wahrscheinlich. Also, Regi hat kein Switch-In für Metagross. Keins für Weavile. Ist ziemlich threatening für Regis Team. Zapdos countert. Zapdos kann eine Menge machen. Countert halt, also, oder checkt Sephiroth, Demeteros, Empoleon. Weavile zerstört sein ganzes Team. Heatran ist für Haben wir schon festgestellt. ich will noch Heatran. Wie du schon gesagt hast, wir sind uns immer noch nicht sicher, ob Superior HP Ground oder HP Fire hat. Vielleicht erfahren wir ja in diesem Kampf wegen dem Heatran, weil so kann Hector immer noch nicht 100% Heatran safe in Superior reinswitchen. Ich denke, er wird es probieren, falls es zu diesem Matchup kommt. Wie viele Checks? 4 Checks gegen Superior, ne? Also, ja, klar. Superior sollte gar nichts machen können. 5 Checks sogar. Hätte ich aber im letzten Kampf auch nicht gedacht, dass Superior da so aufräumt, aber... Ja, gut. Wird man sehen. Ich denke mal, Choice Bandit Zumere, oder? Oder Soulvest. Ja, Soulvest könnte sogar auch sein. Oder Bellydrum, was würdest du glauben? Das ist eine gute Frage. Könnte alles sein, finde ich. Aber ich erwarte irgendwie Bellydrum, weil so eine Wincon hat er jetzt noch nicht in seinem Team, deswegen Bombe. Dann könnte Latios auf jeden Fall gechoiced sein, weil er ja Zapdos mit hat. Oder halt Life Orb. Ja, oder Live-Up, klar. Oder halt auch eventuell offensiv mit Defog, aber ich weiß nicht, ist gut, zwei Defogger mitzunehmen. Das ist ein bisschen komisch in einem Team, wenn man. Ja, deswegen, das kommt mir irgendwie ein bisschen merkwürdig vor, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Kampf und schauen einfach mal. Also, vielleicht ein sehen wir. Ich hyper offensiv, ich finde also. Ja. Okay, wir sehen auf jeden Fall hier Latios im Lead und. Hyper Offense ist ein Zapdos, tut mir leid, ich habe mich. Gut. Gut. Ja, da hat ein ziemlich schlechtes Osterhase. Lead-Match. Ah, zum Ende. Latios gegen Sassen Pool. Das stimmt, ja. Kommt ein Scald. Oh. Wenn da der Burn kommt. Jetzt sehen wir, okay, das war nicht Swordbills. Autsch. Direkt. Autsch. Okay, tschüss, Hatsumere. Ja. Irgendwie so, in der ersten Runde sind Hectors Pokémon alle
nichts mehr wert. Also ein Pokémon ist dann so, ja, tschüss, du bist Müll, quasi. Ja. Der Kraftkoloss wird jetzt, vielleicht sehen wir jetzt ja aufs Physik, ja, das ist speziell defensiv. Holy shit! Crit. Das war ein Crit, das war ein Crit. Ach, never mind, Mann. Wir sehen es doch nicht. Well, well. Da hat Hector sich ein bisschen glücklich, ist glücklich ist aus der Situation rausgekommen. Klar, es ist jetzt geburnt, die Rocks liegen. Aber es ist trotzdem ein Bandit dazu. Ah, Bandit, ja, Bandit dazu, ja, glaube ich auch. Crit umgeht, glaube ich, Burn gar nicht mehr, ne? Seit der 5. Naja, oder 6. Gen. Wird halt beeinflusst ein bisschen. Ja. Was? Okay, das, oh, Heatran? Das Balloon sein, bitte. Balloon? Wenn nicht, dann... Dann RIP. Bitte. Balloon. Nein! Oh, lol, was war das, Hector? Please! Hector, du hast doch ein Zapdos! Hector! Vielleicht dachte er sich so... Hat er mit einem Double gerechnet? Nee, keine Ahnung. Ja, oder mit einer U-Turn, falls er irgendwas predicted oder so, aber... Nee, aber warum dann nicht Zapdos? Nee, ja, Zapdos wäre auf jeden Fall besser. Okay, jetzt, er macht Double, obwohl er Double? Weiß, dass sein U-Turn ist. Nein! Er ist ja gescarft. Oh, der Regi. War mein. Also, es wäre jetzt random, wenn er es jetzt auf einmal nicht mehr wäre. Es wäre gut für Regi, weil er dann so richtig sein auf den... Ja, jetzt auf einmal spiele ich Earthplate oder so und dann... Weißt du gar nichts mehr? Oh, da kommt Särgen. so hieß es auch in der GPL. Bin ich mir 100% sicher. Der Double auf jeden Fall von Hector musste er an dieser Stelle machen, weil er hier schon einfach gesackt hat. Mhm. Jetzt braucht er irgendwas wieder, wo er ein bisschen Pressure auf Regis Team bekommt. Und jetzt die Frage, hat er den Ice Punch und wird er ihn direkt auch einsetzen? Das ist die Question. Metafred. Name ist so super. Der ist richtig gut. Und da kommt der Ice Heap. Oh, not bad. Oh my god. Da rettet sich Hector nochmal aus seiner misslichen Lage. Es steht ja jetzt 5. 5-4 für Hector, ne? Ja. Nee, 5-4. Empoleon ist auch schon tot. Okay, das sieht ziemlich gut aus, finde ich. Ja, ich bin... Aber okay, das Duak wird auf jeden Fall nicht ausdrücken können. Es sei denn, er hätte Steinhagel gehabt, aber. Ja. Wir sind hier nicht im UTC, okay. Deswegen wird das weiß nicht sein. Deswegen. Er macht ja jetzt den D-Dance. Er megert nicht, weil. Fragezeichen. IC? Nee, macht keinen Unterschied. Na, EQ? Okay, ja. Gar nicht so dumm. Und er megert jetzt hier wieder nicht. Das ist ein Scarf, das ist Scarf, ja. Das ist Scarf. Habe ich ja gesagt, er könnte Choice sein. Er megert wieder nicht, weil er halt den Draco nicht effektiv. Und hier geht er auf plus 2. Und jetzt hat Speedle Gluak, ne? Jetzt die Frage. Also, der hat ja noch Azumarill, ne? Und Weavile. Hat er noch einen Aqua Jet. Und er Osterhagen. In Azumarill. Dann hat er bitte Ice Shard auf seinem Weavile. Bitte. Oh, da kommt der Rose, never mind. Rip in pieces. Okay, rest in Paragoni. Oh nein. Okay, da kommt der Burn Damage. Klar. Regi megert jetzt hier, Wasserdüse. Also die Wasserdüse wird, denke ich mal, kommen. Ja, wird aber, denke ich mal, 50 KP, 40, 50. Eigentlich kann jetzt auch im Regi nochmal Roost. Und er geht für Waterfall, wie scheint. Oder für Playwolf. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, Waterfall. War auf jeden Fall der, kommt hier nicht so schnell. Der bessere Player. Das auf jeden Fall, ja. Aber das macht auch, ja, nicht viel. Aber es ist, man erkennt jetzt wirklich, es ist ein Beendet dazu, weil es für den weiteren Spielverlauf ist zwar egal, aber... Oh. Well. Er könnte natürlich jetzt die Kaskaden ausdollen, ne? Ja, klar, oder bis er im Burn Damage stirbt. Hm. Okay, aber das würde ja nicht, das würde glaube ich nicht mehr. Oder vielleicht trifft er ja irgendwann nicht. Oder eine Minroll, I don't know. Stimmt, die AP-Stollen bringt ja nichts. Keine oh lol, er wechselt die aus. Lel? Warum? Also wenn Regi jetzt auf Roost gegangen ist, dann ist GG. Naja, der hatte keinen Grund, das nicht zu tun, ne? Ich glaube, der hat ihn wirklich ausgestallt, ne? Aber warum ist er jetzt mit so zu mehr raus? Der hat irgendwie, weil er irgendwie so keine Chance mehr hat, ne? Also ich glaube, der hat irgendwie an den Punkt schon aufgegeben. Flammenblitz, warum? Weil es ausreicht, aber so... Ich glaube, einfach nur um seine Balls zu zeigen. Naja, den Damage hätte er nicht unbedingt nehmen müssen. Er wollte seine Chicken Balls Wings zeigen, okay? Und das ist voll dazu. Balls zeigen. Balls zeigen. Aber Zapdos kann, nee, auch wenn es für sich defensiv ist... Kann's nicht. Unmöglich. Das ist ein Joanix. Bannt ja, dieses Pokémon. Ist okay. Nee, bannen würde ich nicht. Doch. Tschüss. Nein. Wow. Wobei, sagst du, soll mir das Video hier Smogon schicken und dann
Guck mal, wie gut das ist. Und ich sag's dir, ich dort jetzt noch 3 Pokémon. Das heißt, Regi ist an dieser Stelle auch schon mal Safe Fighter, egal wie der Spielverlauf ausgeht. Und ich denke, es wird ein Saat X-Sweep an dieser Stelle. Wobei, dann geht jetzt hier für Roost und. Oh! Hector ist nicht für den Eissplitter gegangen, sondern. Klar, er musste eigentlich für Eissafage gehen. Ja. Weil. Einzige Chance sozusagen. Sonst hätte er eh verloren, wenn er für Roost gegangen wäre. Also. Wenn er jetzt in eine Range kommt. Ah, aber er überlebt es nicht. Und er geht wieder nochmal für Roost. Wieder kein Life Orb Weavile. Ich verstehe. Ja, stimmt. Das macht Regi wieder. Ich verstehe es nicht. Hat er keinen Deep Claw? Ich weiß es nicht. Er hat eben schon keine Dragon Claw eingesetzt, ne? Ist das jetzt eigentlich nur so ein dicker Move? Weil eigentlich hat er zu 100% gewonnen. Dann muss er noch die Deep Claw machen. Oder spielt. Ich weiß nicht, was spielt man denn sonst? Also, wir haben ja Dragon Claw. Haben wir Dragon Claw im letzten Kampf gesehen? In der Hinrunde? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich habe erhofft, dass Eiszapfler Hagel daneben geht, damit er den Flare Blitz überlebt oder. Also. Oder besser Tank. Ich weiß es nicht. Also, es geht ja um die Differenz, ne? Ich glaube, er hat keine Deep Claw. Ich gehe sehr stark davon aus, sonst würde er hier nicht Flare Blitz drücken. Okay. Ja gut, aber... Das war ein Crit, okay, nicht mehr. Ich denke einfach, er hat so mehr oder weniger gehofft, dass Eiszapfhagel daneben geht, aber... oder damit jetzt halt auch der Aqua... Weißt du, Aqua Jet ist jetzt halt safer Kill. Achso, der hat noch Osterhase, stimmt. Oder reichen die Tarnsteine aus? Na, ja, mein Hit. Wow, wow. Das war so genau auf den KP abgeschätzt irgendwie. Gut, da kommt Metafred. Und die werden beide sterben. Genau. Bullet Punch wird, glaube ich, selbst nicht mehr ausreichen. Okay, er geht nicht mehr. Doch, Bullet Punch hätte so ausreichen können, oder? Nee. Oder? Glaubst du nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist ja egal, auf jeden Fall, Regi hat den Kampf 13, also er wird sterben, oder? Er wird sterben. Ja, er stirbt, ja. Regi hat den Kampf 13 gewonnen, so den gespielt wieder von Regi, hat wieder so sein Team basiert. Es ist eigentlich nicht mal unbedingt um Saat X gebaut, oder? Ich weiß es nicht. Das wissen wir nicht. So gut kenne ich mich im Oreo nicht aus, falls Revis das hier. Falls jemand sich im Oreo gut auskennt. Oder Regi kann ihn selber dazu was erläutern, ob sein Team auf Saat X gebaut ist. Ja, aber Regi hat es solide runtergespielt, hat am Ende noch Sylveon, was nur ganz kurz drin war. Superior, hast du ja am Anfang gesagt, wird nichts machen. Kamon nicht mehr rein. Ja. Und Latios. Haben wir Latios gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ja, doch, haben wir. Kurz. Der hat doch einen Draco gedroppt auf. Stimmt, ja. Irgendwas. Auf irgendwas wird schon richtig sein. Nein, ich glaube nicht. Nee. Nicht? Doch, nee, doch. Das war doch der Grund, warum die Glurak erstmal setupen konnte. Das war bei minus 2 nach dem Draco. Da kam das Glurak rein. Er switcht sein Latios wieder aus, weil er bei minus 2 war. Ja, das also Hectors Latios haben wir gesehen. Ja, aber nicht Regis Latios, das meine ich. Ach, Hectors. Achso, never mind. Achso, never mind. Das war Hectors Latios. Ja, okay. Also, Regis Latios haben wir nicht gesehen. Superior haben wir nicht gesehen. Und Sylveon war ganz, ganz kurz drin. Ja, hat Regi, wie gesagt, solide runtergespielt, hat den Moment genutzt, um sich mit Charizard zu setupen und konnte dadurch einfach gewinnen. Also, von den Teams her, muss ich sagen, haben mir beide gefallen. Sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde. Klar, Regi hat es endlich geändert. Ist halt ein cooles Team, hat mir auf jeden Fall gefallen. Hector, ich verstehe den Heatran-Choke immer noch null. Das war so... Ja, also, es mattert jetzt im Nachhinein, obwohl... Er hat, glaube ich, also hat Regi jetzt Dragon Claw gespielt und ich. Es gibt so richtig viele Fragen in diesem Matches offen, ne? So, wenn man sich so denkt, okay, und was war das jetzt? Also, weil wenn er keine Dragon Claw gespielt hat, vielleicht ja. Nee, wenn er keine Dragon Claw gespielt hat, dann EQ. Ja, aber EQ wäre ja auch besser gewesen für Weavile. Also wir haben ja gesehen, Roost, Flare Blitz, D-Dance und. Keine Ahnung. EQ vielleicht. Ja, aber das wäre ja auch besser gegen Weavile gewesen, dann hätte er nicht die ganze Zeit roosten müssen. Ja, für den Flare Blitz. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das geboosten sollte. Ich denke mal, der wird einfach nur eine Differenz haben. Und ich gehe mal irgendwie mittlerweile sogar stark davon aus, dass Hectors Weavile Choice Bandit war, sonst hätte er nicht die ganze Zeit Eiszapfhagel gespammt. Aber warum hat dann der Eiszapfhagel im letzten Kampf so wenig bei Dingens gemacht, bei Impulsen? Das weiß ich nicht. I don't know. Es sind so viele Fragen offen, Hector, Regi, falls ihr die Leute aufklären wollt, dann schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier einfach. Ja, Regi ist auf jeden Fall safe im Viertelfinale. Wir freuen uns auf die Begegnung Regi gegen Serpy und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall bei Clever vorbei, macht's gut Leute und tschüss.